Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Fallout 2. Gut, wie gesagt, der Kampf hier verlangt uns doch schon ein bisschen was ab. Na, wir haben es jetzt mal geschafft. Ich glaube, wenn wir die halt plündern, sind wir halt unglaublich reich. Problem ist, ich glaube, wir werden nicht genug Platz haben, das alles irgendwie mitzunehmen. Ich hätte mir doch mehr Begleiter mitnehmen sollen, beziehungsweise halt mehr Charisma machen sollen. So, die Laserkanonen vor Bunkerstadt. Ja, dumm, ne? Ach, sind das eventuell die Gangster, die Bunkerstadt bedroht haben? Kann das sein? So, meine Freunde, kommt mal alle mit. Platz entdeckt. Oh ja. Oh ja, Baby. Zerbritzel. Zerbritzel. Jetzt dürft ihr. Können wir? Nein. Wo Cassidy kriegt den wahrscheinlich platt, oder? Oh, der kommt sogar schon netterweise her. Ja, alles klar. Läuft. Das waren dann jetzt, glaube ich, alle, oder? Cool, wir können plündern. Sehr schön. Ach, meine arme Gewichtsbegrenzung. Na dann. Fangen wir hier unten an. Du hättest noch ein Speerzeug. Hallo, Sulik. Der ist natürlich verschlossen. Der spinnt doch. Ja, ihr könnt euch gleich heilen. Wenn wir draußen sind. Ich hab Stimpaks, aber... die alle schon aufgebraucht. Was gibt's denn hier Schönes? So unglaublich gut ist das aber auch nicht. Na gut, immerhin Muni und Geld. Ja. Damit werde ich mal wieder überladen. Achso, aber die Muni können wir erstmal an Vic abgeben. Das Heilpulver. Weiß nicht, vielleicht geben wir das mal Sulik. Und ich glaube, ich werde jetzt meine Begleiter auch erstmal vollladen. Was du wollen. Mit Zeug. Ja, das behalte ich mal. Die Weste kannst du nochmal nehmen, die wiegt ja auch was. Warte mal. Das ist ein Speer und das ist ein geschärfter Speer. Okay. Die Knarre wiegt jetzt auch nicht so wenig. Ich glaube, die Messer sind auch nicht so leicht. Alkohol können wir Cassie eigentlich wieder geben. Nimm mal das Seil, das wiegt noch ziemlich viel. Ebenso wie der Koffer, die brauche ich jetzt ja gerade mal nicht. Ich glaube, die wiegen auch noch was. Wenn mich nicht alles täuscht. So. Du hast ja, glaube ich, die... genau. Die Knarre noch. Was du wollen. Die kriegt dann auch noch Sulik. Bis du halt jetzt überladen bist. Ich hoffe, das dauert noch ein bisschen. Na gut, kommt drauf an, was wir jetzt hier in den... Oh, das ist ein Etagenbett. Ich dachte erst, das wäre ein Regal. Ja, wahrscheinlich auch alles verschlossen. Klappt das? Ne, okay, dann gehe ich direkt auf den Schlüssel. Zack. Oh, das hat funktioniert. Was gibt's Schönes? Oh, guck mal, Alkohol. Ja.
Blaue Kondome. Cool. Und jetzt verschiedene Farben. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Das hat funktioniert. Dann machen wir da nochmal schnell auf. Wollen noch mehr Muni. Ja, packt man das Auto, glaube ich. So, Cassidy. Ich habe da auch gerade mal eine Idee. Pass mal auf. Ich gebe dir mal gerade die Muni. Sprengstoff. Von die Kondome wiegen jetzt nichts. Und dann gebe ich dir mal gerade hier das. Tauschen und dann nehme ich das wieder zurück. Dann müsste das ja eigentlich oben im Inventar angezeigt werden. Ach komm, so eine Arzttasche kannst du auch mal noch nehmen. Das sollte ja eigentlich passen. Haben wir jetzt hier alles mitgenommen? Ich glaube schon. Sulik, du kannst wieder ein bisschen mehr Sprengstoff tragen. Seile. So, ich werde mal schnell das Buch lesen. Dann hätten wir das. Sind hier noch irgendwelche Spinde? Nein. Gut, dann begeben wir uns mal nach oben. Werden euch jetzt noch plündern. Die haben halt Waffen und keine Munition. Das ist ein bisschen unpraktisch. Du hast Munition, okay. Sehr schön. Schlagring. Müssen wir, glaube ich, erstmal einen Händler mit entweder einer Menge tollem Zeug oder einer Menge Geld finden, um das ganze Zeug wieder loszuwerden. Interessant, was man auf einmal so tragen kann, wenn man den Charakter ein bisschen leer geräumt hat. Ganzen Schrott abgegeben. Gibt's da drin? Karten, Würfel und Schnitzelfleisch. Okay. Die dürften ja eigentlich auch nicht die Welt wiegen. Okay, jetzt wäre ich überladen. Das geht nicht mehr. Das geht nicht mehr. Gut. Nehmen wir erstmal das Geld mit. Ja. Sulik. Mr. Packesel. Was du wollen. Du musst mal Zeug nehmen. Waffen. 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 Geht das noch? Jupp, cool. Sehr praktisch. Ich glaube, der hat auch relativ viel Stärke und kann wahrscheinlich deswegen entsprechend viel tragen. Du kriegst noch Munition. So, ich glaube, ich speichere das auch gerade mal. Wenn wir das Ganze, falls jetzt nochmal irgendwas sein sollte, haben wir zumindest das Inventargedöns hier. Der einigermaßen uns gespart. Reicht, wenn wir das einmal machen muss. So, ja, ihr könnt euch gleich mal heilen. Macht mal keinen Stress. Ah, ich glaube, ich werde direkt schon mal. Da ist da noch eine Falle dran, ich sterbe. Was hast du denn da drin? Doc-Tags. Tukos Erkennungsmerkmal, okay. Granaten, eine Menge Kondome. Und Geld. Schön. Dann hätten wir hier noch was zum Öffnen. Der ist gerade so viel gebracht, dass wir uns die. Ja gut, ist ein bisschen weiter oben.
Der Dietrich oder der Dietrich-Satz hier. Blondies Erkennungsmarke. Mit Zeug. Okay. Vic, ich hab Muni. Jetzt heul mal nicht wegen dem Arzt rum. Hier kriegst du noch eine Granate. Noch ein. Ja, nimm du mal gerade die Knarren hier. Wo du schon mal da bist. Geht das noch? Jawohl. Schön. Der Hauptmann. Sind das zwei Hauptmänner? Was hast du denn? Sturmgewehr. Geht. Au. Tresor auch aus Eisen, okay. Geht das besser? Bewirkt nichts. Ist da vielleicht eine Falle dran? Du findest keine Fallen, gut. Du drehst das Zahlenschloss einige Minuten ganz langsam, aber hörst nichts. Dann, ja, ich höre aufs Klicken. Das bringt nichts. Okay. Wie kommen wir denn jetzt an diesen Tresor, dann die Kombination? Ich würde auch gerne wissen, was da. Also ich würde schon gerne wissen, was da drin ist. Von daher. Angel Eyes Erkennungsmarke. Vielleicht finden wir noch irgendwo die Kombination. So, Sulik, da du gerade hier bist, nimm mal wieder noch mehr Waffen. Und wie viel da noch geht. Die Muni kriegt halt dann wieder Cassidy. Geht das tatsächlich immer noch. Cool. Coole Sache. Vic meine ich, nicht Cassidy. Aber Cassidy müsste ja auch noch eine Menge Platz haben. So, war's das? Ja. Okay. Dann halt nicht mehr. Machen wir's so rum. Und dann... Ach, hier waren wir ja auch noch nicht. Was ist... Ist das hier zu? Ne, wir können dran vorbei. Ich will nochmal speichern, bitte. Sulik ist überladen. Okay. Hat mich auch so ein bisschen gewundert, was du da alles noch aufnehmen kannst. Was du wollen? Dann gib mir halt eins von den Knarren. So. Kiste. Nix. Sind wir da? Nix. Fleisch. Ein bisschen Zeug. Und Muni. Naja.
Okay. Speichern. Was haben wir hier oben? Okay. Du hast die Kraft der Gangster gebrochen. Jetzt wird es ihnen nicht mehr möglich sein, das Gebiet zu überfallen. Du hast 2000 Erfahrungspunkte. Cool. Dann hätte ich aber doch jetzt ganz gerne wieder mein Auto. Mal gerade bis zum Morgen ausruhen, dass ich hier ein bisschen was sehe. Hier ist aber, glaube ich, sonst echt nichts, ne? Na gut. Obwohl, warte mal. Ich habe immer noch keine Kombination für den... für den Dressur, leider. So, ab zum Auto. Dann lade ich jetzt mal gerade die ganzen Waffen rein. Den ganzen Spaß hier wie Kartenwürfel... Alkohol. Ich weiß ja nicht. Eine Schaufel kann auch noch weg. Okay. Ich glaube, euch leere ich auch noch gerade aus, oder? Dann haben wir jetzt halt noch ein bisschen Inventarmanagement hier in der Folge. Sorry dafür, aber muss halt auch nochmal gemacht werden. Das geht schon wieder nicht. Das geht. So, dann müssen wir jemanden finden, der tolles Zeug. Ich hätte auch. Ja, ich glaube, Energiesachen wären, glaube ich, gar nicht schlecht im Moment. So, du kannst mir auch deine Waffen wiedergeben, dann kriegst du dafür nämlich Munition. Komm. Komm. Dann halt nicht. Ich glaube, ich habe es einfach zu weit vorne angefasst, das Gewehr. Ups, glaube ich, mit der ganzen Munition so überladen. Aber ich glaube, das ist. Ich hatte halt erstmal überlegt, ob ich die vielleicht verkaufe, aber je nachdem, was ich noch für Waffen kriege im Laufe des Spiels, ist es vielleicht gar nicht dumm, wenn ich die tatsächlich dann hier einlagere. Von daher. Hauen wir das mal alles noch weg. So. Mein Lieber, du hast ja im Moment das Scharfschützengewehr und 32, ja, das macht halt echt eine ganze Menge aus. Du hast auch das Gegengift, ist ja gut zu wissen. Und die Pistole. Das heißt, du kriegst halt Scharfschützengewehr und Magnum Muni und den Rest nehme ich jetzt mal einfach mit. Geht das? Natürlich nicht. Na gut, ich glaube, die Dinger sind einfach sauschwer. So, dann lagern wir die Muni noch ein.
Zack. Sehr gut. Cassidy, was hast du denn noch? Heil dich mal grad. Ja. Hast du noch irgendwelches Zeug? Bier, die Lederrüstung, die kannst du eigentlich auch mal abgeben. Hab ich noch? Ich hatte, glaube ich, noch irgendwas an Schnaps, oder? Ja. Ist halt den ganzen Schnaps. Hast du Stimpaks? Ja, du hast auch noch Stimpaks, okay. Dann ist gut. Super, dann hauen wir das noch rein. Und fahren dann jetzt mal nach Bunkerstadt nochmal zurück. Was ist denn das da unten eigentlich? Oh, oder Broken Hills? Hm. Oder haben die halt Broken Hills terrorisiert? Ne, wir fahren erstmal nach Bunkerstadt, da haben wir ja noch Zeug rumliegen. Auto ohne Energie, okay. Ist klar. Ich hoffe mal, ich habe noch Dings drin. Scroll, scroll, scroll. Ja, sehr gut. Zwei Stück, bitte. Danke. Hauen wir die direkt mal rein. Einmal, zweimal und weiter geht's. Mist. Das ist ein Mann, der eine Brücke bewacht. Okay. Ich habe das Gefühl, dass ich mein Spiel als ganz neuen Eintrag speichern sollte. Okay. Was ist mein Auto auf der anderen Seite? Wo habe ich eigentlich das letzte Mal gespeichert? Wächter der Todesbrücke. Stopp! Wer die Todesbrücke beschreiten wird, will, muss erst antworten der Fragen 3, bevor ich gebe den Weg ihm frei. Na gut. Wie ist dein Name? Hieß Meg aus Arroyo. Was ist dein Anliegen? Meine entführte Sippe zu finden. Wie viel Gewicht kann eine Person der Stärke 6 tragen, wenn sie einen bonusstarker Rücken hat? Genau, wie viel Level starker Rücken Bonus hat denn diese Person? Okay. Haben wir die Fragen richtig beantwortet? Bisschen Metagaming. Scheint so. Witzig. Was gab's zumindest Erfahrungspunkte? So, hallo meine Freunde. Dann verkaufen. Ich habe ja. Habe ich noch ein bisschen was im Inventar? Ne, ich habe natürlich alles weggelegt, was ich verkaufen könnte. Mist. Mist. Na gut, dann müssen wir noch zum Auto.
Na komm, beeil dich doch mal. Dass der auch hier innerhalb der Stadt, wenn kein Kampf ist, so eine Beschränkung hat oder eine Bewegungsbeschränkung, finde ich auch ein bisschen nervig. Das war, glaube ich, im ersten Teil ja leider auch schon so. Dann... Ja, komm, ich nehme mal gerade hier ein bisschen was raus. Was irgendwie geht. So ein bisschen Variation haben. Erstaunlich viel noch tragen. Habe ich den Eindruck. Und dann gehen wir halt jetzt verkaufen. Ich frage mich halt, wie man an diesen Tresor rankommt. Vielleicht gucke ich da auch nach der Folge mal nach, ob es da eine Möglichkeit gibt, den jetzt noch zu öffnen, nachdem die Gangster tot sind. Diese verdammten Raider. So, hallo. Ich komme, um Zeug zu verkaufen. Hey, der ist weg. Warte mal, habt ihr das Anker R jetzt eventuell eingenommen? Ach so, Nacht, okay. Es ist Nacht. Ich traue denen ja nicht so. Also wie gesagt, es gibt ja auch dann die Möglichkeit, dass man dann, wenn man halt den Ghoulen irgendwie oder irgendwie den Bescheid sagt, dass sie halt dann die Gecko Town übernehmen. Oder halt Gecko übernehmen. Die armen Ghule auslöschen. So, dann warten wir gerade nochmal bis morgens. Warte mal, war hier nicht ein Doktor drin? Dann könnte ich vielleicht meine Leute mal alle heilen. Geht das? Genau. Ich würde ganz gern, ja. Hm, 400 Hühner. Ja, gut, dann mach mal. Wie wär's mit 300? Na gut, das klingt fair. Dann mal los. Ich mach dich bloß für den alten Doc hier fest. Jawohl. Und meine Kollegen vielleicht auch. ? 900? Ja, cool. So, alle wieder fit. Hat sich ja noch gelohnt. Doktor in Anführungsstrichen Andrew. Naja, passt ja. Ist ja in Ordnung. So, dann jetzt mal. Rennen wir mal dahin. Tausch bitte mit mir. Und du hast wieder neue Bücher, das ist schön. Und aber mein Geld ist dafür weg. Mist. Na dann. Zack. Okay, ich glaube, da wird es ein wenig dauern, bis wir auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Ich weiß gar nicht, hat irgendeiner von uns auch diese 14mm Pistole? Ich nehme mal die Muni mit. Und die Muni auch. Red Axe, vielleicht auch nicht verkehrt. So, ich glaube, da habe ich jetzt erstmal alles Sinnvolle. Das ist teuer. Interessant.
Kann ich auch noch wieder ein bisschen abfrühstücken. So. Du hattest wie viel Geld? 200. Ja, komm, dann lege ich dir jetzt noch irgendwie 110 drauf. Und dann ist gut, hoffe ich. Sehr schön. Alles klar. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid dann beim nächsten Mal wieder dabei. Und dann schauen wir uns mal die Robe hier von dem Wächter an. Und vielleicht sagen wir auch Madämchen nochmal Bescheid, dass wir die Gangster ausgelöscht haben. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.